Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch letzte Woche versprochen, dass diese Woche die Wiffbox dran ist. Heute werde ich es euch zeigen, wir sind in der zweiten Hälfte des Monats. Ich hoffe, ich nehme keinen die Überraschung. Also wer vielleicht noch auf seine März-Wiffbox wartet, bitte schaut das Video nicht an und lasst euch überraschen. Für alle anderen, die neugierig sind, schaut mir gerne zu. Also, wie gesagt, die März-Wiffbox. Ich habe natürlich schon reingeschaut, weil ich bin einfach zu neugierig. Gebe ich zu, ich lasse mich immer gerne überraschen. Ich will es vorab nicht wissen, aber wenn sie dann da ist, ja, da kann ich halt doch nicht widerstehen. Also, genau, März-Wiffbox. Was könntet ihr euch vorstellen, was denn drinnen ist? Was haben wir denn jetzt für eine Jahreszeit? Was kommt jetzt bald? Es kommt der Frühling. Genau. Passend zum Thema Frühling. Mehr sage ich jetzt nicht. Schauen wir zusammen rein. Ein schöner Flyer wie immer. Frisch, sommerlich. Genau. Und ich weiß nicht, ob man es schon lesen kann. Zeit für etwas Frisches. Ihr habt hier einen Putzlappen. Genau, es geht um das leidige Thema Putzen. Aber mit den richtigen Putzmitteln kann man sich das Ganze ja etwas, nennen wir es, versüßen. Also, kommen wir kurz zum Flyer. Zeit für etwas Frisches. Ihr habt hier herinnen, ich lese euch mal kurz das oben vor. Der Frühlingsputz kann oftmals recht herausfordernd wirken. Wenn Sie nicht der Typ sind, der sich für das Staubsaugen und Organisieren begeistern kann, sind Sie nicht alleine. Diese Checkliste hilft Ihnen dabei, einige der oftmals vernachlässigten Bereiche in Angriff zu nehmen. Jawohl, ihr habt hier oben immer in verschiedenen Sprachen, hier oben habt ihr so eine kleine Liste, was euch quasi vielleicht einen Anreiz gibt, da auch mal zu putzen. Also, wie gesagt, ihr habt einen Sprühlappen im Thema Make a Splash. Das ist ja ein neuer Sommerduft von uns. So, jetzt kommen wir zu meinem allerliebstes Lieblingsputzmittel. Und was ich auch mega cool finde, wie die Box kam, sie passt ja wahnsinnig zum Wochenthema in unserer Challenge. Denn wir haben ja Clean-Produkte diese Woche. Also, mein Lieblingsprodukt, ihr könnt es erahnen, Counter Cleaner. Unser Allzweckreiniger in Make a Splash. Make a Splash ist ein richtig angenehmer Duft, ein frischer Duft zur Melone, Apfel. Also so richtig, richtig schön sommerlich. Und das Tolle an dem, also ich habe es in ein paar Videos schon gesagt, also ich nutze ihn so gut wie überall. Ja, also jede Oberfläche wird mit Counter Clean geputzt. Und erstens macht er richtig gut irgendwelche Dreckflecken weg. Also wenn meine Kinder mal auf dem Wohnzimmertisch irgendwelche Dapser drauf gemacht haben mit egal was Klebrigen oder auch am Esszimmertisch mit Filzstiften drauf gemalt haben, was ja beim Malen mal so vorkommen kann. Ganz leicht, easy, alles wieder weg und es duftet danach gut. Und das Tolle ist, ihr habt bei unserem Counter Clean nach jedem Wischen wie so eine ganz dünne Schutzschicht drauf, was so ein bisschen gegen Schmutz helfen soll, dass der nicht so fest anhaftet. Genau, dann haben wir drin auch ein richtig toller Duft, Coastal Sunset, ein Badreiniger. Finde ich auch immer total toll, im Bad mit unseren Sensi-Produkten zu putzen, weil ich mag das nicht, wenn so diese typischen, ihr kennt so diese typischen Putzmittelgerüche. Und dann finde ich es einfach schön, wenn das Bad nicht nur sauber ist, sondern auch noch lecker duftet. Coastal Sunset ist so ein richtiger Sommer-Karibik-Duft, hätte ich gesagt. Ist mit Kokosnuss dabei, ist mit Sandelholz mit drin. Genau, also auch ein richtig toller Duft, wie ich finde. Und dann ein Duftklassiker, würde ich jetzt schon sagen. Also ich weiß, viele meiner Kunden lieben den Duft. Cloudberry Dreams. Als Spülmittel. Also ihr seht, das sind richtig große Pullen. Also ich habe jetzt meine ja schon locker 3 Monate und ist immer noch so voll.
Also ich glaube, das helle ganze Jahr so Flasche. Also bei mir, gut, ich muss dazu sagen, ich tue auch einiges in die Spülmaschine. Aber wenn ich mit der Hand spüle, brauche ich vielleicht 2 Tropfen und habe jede Menge Schaum in meinem Spülbecken. Genau, in Cloudberry Dreams, das ist so ein richtig schöner, leichter, blumiger Duft. So, und was darf nicht fehlen, finde ich, unser aktueller Monatsduft. Hey Tiger Lily, sah für mich total nach Mandarine aus, ist auch ein bisschen mit drin, gezuckerte Mandarine, Lilie, aber er ist leicht, also nicht, dass ihr denkt, gezuckerte Mandarine, oh Gott, wieder sowas Süßes. Nein, ich finde, es ist ein richtig angenehmer, leichter Duft. Ja, ein bisschen Mandarine riecht man raus, aber ich würde gar nicht so stark sagen. Ein bisschen blumig, aber nicht zu blumig. So Lilie, Jasmin-Richtung. Genau, also ein richtig schöner Frühlingsduft. Zum Beispiel macht ihr euren Frühjahrsputz. Putzt nebenbei, macht ihr so einen leichten neuen Duft rein. Passt richtig schön. Auch wenn man putzen vielleicht nicht so mag. Ich glaube jetzt also, ich sag mal, ich putze und es gehört einfach zum notwendigen Übel und mit den Produkten macht mir einfach mehr Spaß. Da kriege ich doch mehr Lust drauf, das stimmt. So, genau, das war es auch schon. Diesen Monat ganz zum Thema Frühjahrsputz und unser aktuelles Wochenthema. Genau. So, die Box könnt ihr euch noch bestellen. Den ganzen März lang gibt es die noch. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal so langsam mit dem Frühjahrsputz. Das war es jetzt auch erstmal von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.